Und damit zum allerersten Mal herzlich willkommen zurück zu Stornhearth. Ja, gespeichert hatten wir. Weiter geht's. Ich habe natürlich hier keine Zeit verstreichen lassen. Und ja, wie ihr seht, jetzt gehen die halt automatisch hierher zum Essen. Warum hier ein Pelz liegt, weiß ich nicht. Irgendwer hat wahrscheinlich Hunger gehabt und hat den fallen gelassen. Eigentlich kann ich die jetzt zwingen, den abzuholen, indem ich sage, Loot, das da, das da. Das zählt nicht als Loot. Power up, das da. Euer Gemacht. Ein Essen ist da. Okay, wir haben. Ja, das sind jetzt diese drei super Rezepte, die unser Mason hat. Und unser. Wir haben doch noch gar keinen Mason. Der liegt doch noch hier. Hab ich einen Mason? Nee, ich habe einen Jäger, zwei Farmer, einen Schreiner. Weil erst der nächste, der kommt, kann Mason werden. Und ich habe eh noch keine Steine, nicht großartig. Deswegen lohnt sich das auch eher kaum. Ich bräuchte eher tatsächlich noch einen dritten Farmer. Und immer noch eine dritte Hoe. Dann baust du mir gleich noch einen Herbalist-Staff. Oh, und natürlich eine Weberrolle. Oh, ich habe keinen Silk. Und deine neue Werkbank, die brauchst du auch noch. Ich habe keinen Silk, da muss ich jetzt mal gucken. Da liegt eine Falle. Da hat er eingefangen. Okay. Gut, dann machen wir jetzt tatsächlich einen der Arbeiter, die wir noch haben, zu einem Farmer. Ich habe das Spiel jetzt blöderweise auch nicht neu gestartet. Ich werde mal nach der nächsten Aufgabe, nach der Runde werde ich mal einfach das Spiel neu starten, um zu gucken, ob sich damit eventuell die fehlerhaften Dinger hier reparieren lassen. Und in dieser Runde wollen wir vor allem erstmal eine Schlafmöglichkeit bieten. Da baue ich aber eigentlich immer gleich gerne so eine kleine Cottage. Anstatt so eine, obwohl ein Shared Sleeping Quarter geht, denke ich, für den Anfang. Ja, eins geht das schon. Das drehen wir einfach mal hier so rein, obwohl in die Bucht. Was könnte man da mal reinbauen? Eine Art Festung oder so? Wie macht man das? Ich würde die ja schon gerne irgendwie so miteinander verkapseln. Macht man hier die Gesamtansicht. Hopp. Da kann man nämlich mal gucken. Quasi so hier. Na, so wirklich. Dass wir nur einen Platz dazwischen lassen. Kann ich da noch einen kleinen Weg lang bauen? Wie so eine Art kleine Gasse. Build. Yes. So, und ich glaube auch, wenn man denen nicht zu viele Aufgaben gibt, minimiert das diese Chance, das kaputt zu machen. Also diese Logik. Und ihr seht jetzt schon, es ist der Einzige, der hierher kommt. Habe ich genug? Ja. Nein, nicht genug Net Worth. Also meine Siedlung ist noch nicht wertvoll genug. Jetzt baut der hier ganz alleine das komplette Gebäude, weil alle anderen halt gerade beschäftigt sind. Aber der Schreiner wird ihm helfen, sobald er hier fertig ist mit der Abarbeitung der Sachen, die er halt braucht. Oh, jetzt hat er nochmal Betten gebaut. Eigentlich hat er das nicht gebraucht. Das ist noch ein kleiner Bug. Spiel hätte eigentlich erkennen sollen, dass ich Betten auf Lager habe. Und hätte nicht nochmal welche in Auftrag geben sollen. Aber nun gut. Stimmt. Er baut hier in aller Ruhe sein Zeug. Was auch cool ist, ich könnte jetzt das ganze Holz nehmen und mal zusammenstapeln lassen. Ich glaube, das werde ich auch mal tun. Das sind diese hier. Das sage ich ihm, Junge, ich habe hier so viel Holz, baue mal 5 so eine Stapel. Da legt er immer 18 Holz zusammen. Und eigentlich habe ich dem da auch gesagt, dass er sich eine neue Workbench bauen soll, oder? Da ist er. Wenn ihr das hier mal so nicht seht, gibt es auch eine coole Erfindung. Und zwar ist das das Place Object Menü. Also rein. Oh. Da ist ein Verkäufer. Wir haben jetzt noch kein Geld, weil ich diesmal das Trapper's Knife gebaut habe. Aber hier so besondere Lampen. Also alles, was ihr herstellt, hat immer die Chance, eine höhere Qualität zu kriegen. Und ich habe gerade so verbesserte Lampen verkauft. Und ich brauche dann auch keine 12 Betten. Verkaufe ich mal noch ein paar Betten. Die Felle hebe ich auf. Die Steine hebe ich auf. Der Rest ist aktuell noch nicht so großartig vorhanden. Und hiervon kann ich gerade eh noch nichts gebrauchen. Deswegen
Tschüss. Wenn ein Farmer uplevelt, wird er vor allem erstmal schneller und kriegt halt auch mehr Lebenspunkte. Das ist aber recht wichtig. Oh, hier ist ein Fuchs. Das ist sein Pet, oder? Vom Jäger, kann das sein? So, ah ja, genau. Wo ich aber eigentlich hinaus wollte, war das Place Object Menü. Da sucht man sich jetzt einfach hier diesen Workshop. Und dann holen die den selber. Da brauchen wir den da nicht raussuchen. Weil den brauchen wir nämlich, um ein paar verbesserte Sachen machen zu können. Dummerweise, der Einzige, der das gerade setzen könnte, ist der Heinz hier. Und der ist halt mega beschäftigt. Meine drei Farmer schlafen halt, weil sie gerade keine Betten haben. Einfach mal draußen. Setzt er dem noch schnell die Werkbank. Ein Herbalist brauche ich halt auch relativ zügig. Aber der alleine hat es jetzt halt echt hart. Ich hoffe echt, dass mein Networth jetzt am nächsten Tag hoch genug ist, um eben auslösen zu können, dass ich noch einen neuen Menschen kriege. Jetzt drei Farmer kriegen das ja hier echt ganz gut hin. Aber immer noch nicht alles bepflanzen können, ne? Obwohl sie mittlerweile zu dritt sind, das ist echt erstaunlich. Auf jeden Fall erstmal noch ein paar Turlips zum Essen. Karotten zum Essen. Silk Bundles. Oh, halt. Hup, 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 stopp. Invaders are approaching. Alle, die nicht kämpfen können, kommen in Wachstellung. Schafft das mein Krieger? Hat nämlich auch noch kein Schild und nichts, weil ich nämlich noch kein Schild bauen kann. Okay. Schaden wird immer weniger. Okay, das passt. Er hat uns verteidigt. Muss jetzt natürlich erstmal sofort schlafen gehen. Ich sollte echt gucken, dass ich dem noch ein Schild baue. Kann ich den mittlerweile... Oh ja, ein Schild kann ich mittlerweile bauen. Das holt er sich dann auch automatisch. Also das ist gar nicht das Problem. Jetzt gerade ist aber erstmal Schlafenszeit. Ja, ne Gold, da muss ich später mal noch eine Kiste bauen. Ich mein Gold in der Kiste lagern kann. So, der macht da schön weiter. Nächster Morgen, alle aufstehen. Los geht's. Er wird hier noch einmal so einen Holzstapel herstellen. Und dann wird er sich, denke ich, dran machen, das Schild zu bauen. Ja. Daily Update. Nice. Neuer Einwohner, 8 Stück haben wir jetzt. Und der wird automatisch zu einem Arbeiter, den ich aber auch dringend brauche. Damit er da mal ein bisschen mithilft. Also ich hatte ja ein paar mehr. Jetzt hat er das Schild gebaut, oder? Genau. Jetzt müsste der Krieger merken, dass ein Schild vorhanden ist und holt sich das. Und jetzt kann man auch bei dem Krieger sehen, dass er ein Schild hat und dass das eben einen Defense gibt. So. Jetzt seht ihr schon, dass ein paar mehr mithelfen, weil eben einige gerade nichts zu tun haben. Farmer sind voll ausgelastet mit ihren Karotten. Nahrungsmittel gehen gut voran, gehen erstmal gut rein. Wir haben immer noch nicht so wirklich die Bäume und den Silkweed. Der ist jetzt auch gleich als nächstes ready. Hier bearbeiten können. Betten sind da, ein Herbalist-Staff wäre schon da, aber ich habe halt aktuell einfach keine Arbeiter dafür. Ja, an dich kann ich höchstens was verkaufen. Ich habe aber gerade nichts übrig, was ich verkaufen könnte. Nicht so wirklich. Tschüss. Wie weit sind die hier? Kurz in den anderen Modus gehen. Ja, da fehlt schon noch ein bisschen was. Sind aber halt auch nur zu zweit, wie sie ja gerade dran arbeiten. Eine steht oben drauf und macht einfach nichts. Das scheint eher ein Bug zu sein. Ich hoffe, dass sich das gleich behebt. Bauen auch gerade sehr... Ah ne, da kommen ja Fenster rein. Deswegen lassen die da wahrscheinlich Lücken. Weiß nicht, was mit dir hier los ist. Ist einer der Worker? Gammelst aber maximal darum. Weiß nicht, was mit dem kaputt ist. Wir machen mal Folgendes. Ich rufe mal alle in Defend Position. Ja, der hat ein Wegfindungsproblem gerade. Das ist kacke. Der hat gerade ein Wegfindungsproblem.
weil ich ehrlich gesagt nicht sehe, warum. Machen sie erstmal die eine Seite fertig. So, auf Level 2 kriegt der nichts. Okay. Ich glaube, die werden dann nur immer schneller. Jetzt hat er sich bewegt, Gott sei Dank. Er hing also irgendwie nur in dem Stein, auf dem Stein, keine Ahnung. Jetzt geht er natürlich erstmal was essen. Ist natürlich hier seit Wochen hungrig. Irgendwer hat gerade einen Lebenspunkt dazu bekommen. So, außenrum das Dach natürlich noch anfangen. Ja, jetzt bauen die ein neues Scaffolding. Müssen sie ja. Sonst kommt er nicht außen aufs Dach hoch. Ja, komm auch endlich mal dazu, hier das neue Feld anzubauen, das letzte. Alle Felder sind jetzt wirklich mal bepflanzt. Da gibt es leider keine Möglichkeit zu sagen, Daily Update, reicht es gleich für noch einen? Nein, ganz knapp ist der Net Worth zu klein. Aber sobald meine Dining Hall fertig ist, meine Sleeping Hall, müsste das passen. Müssen die natürlich erstmal die Scaffoldings überall anpassen. Ich neues Holz holen. Rapper versorgt uns so lange schon mal ein bisschen mit Zeug. Ich habe auch noch keinen Weber und nichts, das ist echt furchtbar. Pom, 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 die Rohstofflager werden langsam etwas voller. Werde ich schon mal vorsorglicherweise hier noch mal eins anlegen für Rohstoffe. Wo sind denn die Invaders? Wir gehen erstmal hier auf jeden Fall in den Defense Mode. Da kommen sie. Oh, das sind aber diesmal viele. Da werden wir nicht in den Defense Mode gehen können, sonst schaffen die das, dann schafft die das nicht. Helft ihr? Hallo, Leute? Gut, mein Level 1, damit hat sie gerade nochmal Lebenspunkte dazu bekommen und macht mehr Damage. Natürlich jetzt echt praktisch. Okay, hat ganz gut funktioniert. Gott sei Dank. So, wir machen mal hier wieder nach unten. 10 Leute kann ich da feeden. Ja, ich habe gerade einfach keine Kohle, dadurch, dass ich diesmal mit diesem Messer angefangen habe. Und ich habe noch nichts so im Übermaß, dass ich das verkaufen kann. Am Anfang ist das echt ein bisschen schwierig. Da geht das einfach gar nicht. Ganz ehrlich, wartet mal einen ganz kleinen Augenblick. Ich werde die Lehrstärke ein bisschen noch anheben. Ich höre ja selber die Musik kaum, wenn ich so weit draußen bin. So. Oh, guckt, wie sie da anpflanzen. Sehr schön. Neue Karotten. Und die bauen hier in aller Ruhe unser erstes Schlafquartier. Damit wir endlich mal ein paar Betten zur Verwertung haben. Und langsam das Dach fertig hier, Stück für Stück. Wir noch ein paar mehr Leute hierher kriegen. Wie viel haben wir denn jetzt? 2 Arbeiter? 2 Arbeiter nur. 2 brauche ich aber auch. Dritte wird dann erstmal zum Mason ausgebildet wahrscheinlich. Oder eher zum Herbalist, weil ich doch mehr Kampfrichtung gerade brauche. So, und damit ist das Gebäude an und für sich erstmal fertig. Kommen aber nur 4 Betten rein. Das werde ich halt auch aufpumpen. Da kommen nicht nur 4 Betten rein. Eine Tür. Fragen sie dann erstmal die Betten rein. In denen sie einigermaßen besser schlafen können. Wo ist denn eigentlich meine Spindel? Hatte ich nicht eine Spindel? Oh. Hab immer noch keine Spindel gebaut. Warum das denn nicht? Ach so, weil ich keinen Silk hatte. Das habe ich ja jetzt. Und schon mal noch ein Trainingsknife. Ja, Blumenkästen und so weiter ist dann alles Luxus für später. Das habe ich jetzt erstmal nicht. So, die Betten werden umgesetzt. Ist ein bisschen knifflig, weil die ja schon da sind.
Bauen die nochmal ab und bauen die dann gleich neu auf. Geben mal noch ein bisschen Speed gerade, damit die ja fertig werden. Ja, jetzt nicht so viele Leute hier zum Einsatz. Oh, ein kleines Füchschen. Bum, 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 bum. Wird ewig dauern, bis sie das ganze Scaffolding wieder abgebaut haben. Und natürlich sind die Farmer hier mit Farmen beschäftigt. Da habe ich aber auch 8 Stück, ist halt echt heftig für 3 Farmer. Das schaffen die gerade so. Und da habe ich noch nicht mal Bäume mit drin, sondern wirklich nur das Nötigste. Ich will mal ganz kurz wieder in den großen Modus gucken. Und dann sieht man hier, wie die quasi Stück für Stück das, was sie vorhin aufgebaut haben, wieder abbauen. Und dabei auch wieder Holz generieren, also das quasi recyceln. Und dann haben sie auch noch doppelt aufbauen müssen diesmal. Das hatten sie beim letzten Mal noch nicht gemacht. Das scheint ein Change zu sein in der Alpha, um ein paar Building-Probleme zu beheben. Reicht nicht, oder? Doch, reicht! Nice! Eine dritte Person, die ihr helfen kann. Mit Gebäudebau. Dritter Arbeiter. Und da rennt sie wieder ringsrum. Aber mit der Seite sind sie zum Glück gleich fertig. Okay, fertig. Müssen sie ja vorne noch die Seite abbauen. Lampen sind auch schon dran. Alles hilft hier noch mit tragen, dann geht das schon. Und bevor die jetzt hiermit fertig sind, mache ich ja gar nicht so viel anderes. Die Seite müssen sie auch noch machen. Ja, sind sie jetzt aber auch schon dran. Geht gerade recht fix. Fenster kommen rein. Okay. Ja, jetzt kommen langsam die Leitern weg. Die machen sie logischerweise auch zum Schluss. Da bauen sie eine hin, damit er rankommt wegen Fenster. Ja, ich würde gerade ein bisschen was sellen, aber ich habe halt nichts da so richtig. Was sich da lohnen würde zu sellen. Okay. Die Betten haben sie immer noch nicht aufgehoben, aber jetzt waren sie auch erstmal essen. Farmer sind halt rundum beschäftigt. Was machen meine Arbeiter? Die sollten eigentlich mal die Betten aufheben hier. Jetzt machen sie es. Okay. Warte ich jetzt, bis die quasi hier im Place-Menü drin sind. Da habe ich ja schon welche. Genau. 2, 3, 4, 5. Stopp. Invaders approaching. Gott sei Dank auch wieder nur die kleineren. Wir gucken mal, ob wir eventuell damit hinkommen, dass sie das gleich macht, dass ich nicht meine Leute zurückrufen muss. Okay. Ich werde auf jeden Fall noch einen zweiten Krieger brauchen, relativ zeitnah. Aber jetzt als nächstes dann tatsächlich erstmal noch ein Herbalist, sobald ich ja nochmal Betten habe. Okay, dann brauchte ich nämlich nicht Alarm klingeln und habe quasi die Produktivität beibehalten. Weil was mich mal interessieren würde, ist... Genau, ich krieg nämlich hier doch noch 2 Betten rein, oder? Hier kriege ich auch noch eins hin. Und nach Möglichkeit sogar hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da können hier 9 Leute drinnen schlafen. Das ist für den Anfang jetzt nicht super komfortabel. Halt übelst gecrampt, aber es müsste gehen. Wir gucken mal, ob die da rauskommen. Das nächste Gebäude kann ich auch schon mal einen Auftrag geben. Das wird eine Cottage for Two. Und die kommt quasi mal hier unten hin. Built. Yes. So, damit ist der Carpenter beschäftigt und die 3 Bauarbeiter sind beschäftigt. Aber einen von denen muss ich jetzt tatsächlich einfach zum Herbalist machen. Den brauche ich bald.
Weil ich muss nämlich erst einen Blumenkundler ausbilden, bevor ich den zum Dings machen kann. Bevor ich den zum... wie nennt sich das? Hilft mir zum Heiler machen kann. So. Und jetzt hier so ein neues Feature, das werde ich auch gleich mal zeigen. Maintain. Maintain heißt, er versucht immer, die Anzahl im Lager zu halten. Ich sag mal 10 Stück, soll er immer versuchen, beizubehalten. Und wenn dann halt einer eine rausnimmt, erst dann fängt er an, eine neue zu machen. Eine Seidenspindel hatte ich ja jetzt auch mittlerweile. Normalerweise müsste ich da schon wieder noch einen abziehen, um eigentlich die Seidenspindel machen zu können. Geht jetzt aber gerade überhaupt nicht, weil ich baue ja schon wieder ein Häuschen. Health Potions. Daily Update. Wird nicht reichen für noch einen, oder? Oh ne, 1,6. Wow. Muss ich ganz schön ranklotzen, dass ich hier 1,6 herkriege. So, dann gucken wir mal, was hier... Oh, ja, die kommen natürlich dementsprechend langsam mit dem Haus voran. Wer hat denn alles Baurechte? Ja, die beiden Arbeiter und mein Schreiner. Das sind die einzigen drei, die gerade Baurechte haben. Jetzt hat der Schreiner gerade nichts zu tun, deswegen hilft er mit. Aber, ja, auf Dauer ist das natürlich auch nicht wirklich ausreichend. So. Wie wir sehen, hat das bei den Häusern ganz gut funktioniert. Wir gucken mal, wie die Häuser hier zurande kommen. Die scheinen aber auch relativ strukturiert gerade zu laufen. Bis auf den kleinen Bug mit dem einen Arbeiter ging das echt ganz gut. Ja, der stellt die Health Potions her, wie ein Blöder. So wie das sein soll. Nächstes bräuchte ich dann aber tatsächlich einen, der sich um Wollarbeiten kümmert. The Simple Merchant has arrived. Hatte natürlich hier so gute Waren, aber ich habe halt einfach nichts zum Verkaufen. Gar nichts. Und hier von ein paar verkaufen, um 30 Bucks zu machen. Hiervon eher nicht, davon eher auch nicht. Hiervon ein bisschen. Weil meinem Fighter hole ich jetzt quasi so eine Padded Vest. Damit kann der die sich holen und hat die jetzt angezogen. Und wenn man sich das jetzt anguckt, hat er jetzt einfach durch diese bessere Rüstung, hat er jetzt 3 Panzerung mehr. Als einziger Krieger muss das schon sein. Da musste ich jetzt mal in den sauren Apfel beißen. Weil der müsste sonst warten, bis ich einen Wolltyp hier habe, der hoch genug ist. Das wird aber noch dauern und deswegen... Ich an, wie sie jetzt hier Stück für Stück den einen Zapfen da oben einsetzen. Machen sie dann erstmal noch die eine Außenwand. Die Außenwand hinten. Cottage Chavon ist halt echt winzig, aber geht schon. Weiß gar nicht, was da alles drin ist, ob da auch ein Table und sowas drin ist. Gar nicht mehr in Erinnerung. Schauen wir mal. Die Spitze sollte aber fertig sein erstmal. Genau, mittendrin müssen sie jetzt noch ein bisschen was einlassen. Farmer Level 3. Greater Yield. Oh, nice. Mehr Ernte von jeder Pflanze. Das ist natürlich super geil für einen Farmer. Wenn er da nochmal mehr Ressourcen einfach rausholen kann, weil mehr Ressourcen equals mehr Ressourcen. Ne? Auch Problem, also Essensproblem haben wir auch erstmal nicht. Deswegen habe ich das so getrennt, dass ich das relativ schnell sehe. Hier, oh, da ist noch Essen drin. Passt. Haben auch schon wieder fast 10 Leute. 18 hatte ich in meinem Testspielstand. Da hatte ich dann so ziemlich langsam, aber sicher von allem eins. Kam da aber mit der Bergarbeit nicht so gut zurande, wie ich es gerne hätte. Ach ja, das kriegt ja hier einen Vorbau, so einen kleinen. Stimmt, den hatte ich ganz vergessen. Die interessante Wahl hier nochmal. Achso, wegen dem Dreieck. Frage ich mich ehrlich gesagt, wann die hier mit einem Dach anfangen. Oh, jetzt fangen sie mit einem Dach an. Müssen dafür natürlich das halbe Ding umsetzen, bauen überall Leitern hin und so weiter. Ah, es reicht immer noch nicht. Ja, kommt schon.
Oh, jetzt müssen sie ein komplett neues Scaffolding aufbauen dafür. Ah, verdammt. Das dauert halt ein bisschen. Komisch, warum man das nochmal aufbaut, wenn die ersten schon da oben sind. Könnte sich das da eigentlich sparen. Genau, das könnte als Treppe missbrauchen. Clever, das gleich zu bauen. Essen sieht noch gut aus. Health Potions sehen gut aus. Pharma läuft. Die hier sind auch bald fertig. Das Vordach ist fertig. Oh, da sind die Steine alle. Das Holz meine ich. The Merchant hätte ich jetzt gedacht, das ist ja. Ja, leider wieder so einer. Wir werden 5 hiervon verkaufen, aber noch viel mehr habe ich jetzt gar nicht im Angebot. So, 50. Upgraded Worker Outfit stelle ich später selber her. Jetzt gucken wir natürlich mal hier rein, was da eigentlich reinkommen soll. 2 Betten. Nicht mal ein Tisch. Ah, das war eine Cottage for Two. Ich dachte, ich habe so ein Cottage House for One gebaut. But Invaders are approaching. Müssen wir mal gucken. Jetzt kommen nämlich schon die ersten Steingolems. Unser Krieger ist aber auf dem Weg, aber wir haben ja auch geupgradet. Gehen jedes Mal ein Stückchen Health. Natürlich wäre mir lieber, wenn ich den jetzt hier schon unterstützen könnte mit einem Bogenschützen oder sowas. Haben wir Level 4. Mehr Health. Herbalist Level 1. Nice, brauchte ich nicht mal in Dingsmodus zu gehen. Herbalist Level 1. Halt, das wollte ich mir gar nicht angucken, sondern das da. Kann er damit jetzt schon das? Ne, da muss er erst Level 2 werden. Damit kann er jetzt aber Bandagen herstellen. Maintain. 5. Sagen wir mal 5. Ist okay. Hier sind jetzt 2 Betten drin. Ich sag mal, ich will aber auch noch einen Tisch haben. Hier. Mit 2 Stühlen. Der soll da auch noch rein. Nein. 11 Betten habe ich jetzt damit und 10 Essgelegenheiten, da baue ich aber gerade neue. Das ist dann ganz einfach über dieses Menü hier zu erreichen. Hier ist mein Dining Table. Diese Fine Objects, die versuche ich eigentlich immer zu vermeiden. Weil die halt einfach mehr wert sind. Hat er natürlich blöderweise, glücklicherweise, wie auch immer. Ah, da hat er noch einen normalen Archchair hergestellt. Der kommt hierher. So, da könnte ich an aller Ruhe essen. Meinen eigenen Essensbereich. Oh, was ist jetzt passiert? Das ist nicht geplant gewesen. Ist da der Stuhl auch viel zu weit weg? Move this chair. Move this table. Wollen sie jetzt wohl gerade nicht. Legen sie sich erstmal hin. Wie viele Arbeiter habe ich denn aktuell? 2. 2 ist halt nicht viel. Könnte jetzt mal einer bitte den Tisch holen und das ganze Zeug. Okay, jetzt machen wir gerade eine Nacht durch. Da werde ich mal ein bisschen drüber springen, einfach weil passiert jetzt erstmal nicht viel. Ja, als nächstes wäre noch ein Häuschen zu bauen. Diesmal baue ich mal so eine Cottage for One, einfach um zu gucken, wie die aussieht. Aber erstmal müssten sie ja hier... Jetzt setzen sie erstmal noch die letzten Fenster ein, bauen die letzten Leitern ab. Könnte jetzt mal einer den Kram da rausholen? Danke. Wie ich ihn dann neu setzen kann. Das hört noch nicht, wie das laufen wird. Oh, hat noch nicht gereicht. Wenn ich den jetzt hier hinsetze. Oh, halt.
Müsste der trotzdem noch ans Bett kommen normalerweise. Na, da können sie da essen. Ist jetzt nicht ideal, bin ich jetzt ehrlich. Sieht irgendwie auch komplett anders aus wie... nö. Wird schon passen. Häuschen für zwei. So, und damit meine Arbeiter jetzt auch gar nicht so lange rumhängen, baue ich doch einfach mal ein Häuschen für einen. Da ist tatsächlich nur ein Bett drin. So, drei Platz lassen. Und schon können die beiden sich nämlich hier glücken oder betätigen vielmehr. Und einen davon muss ich jetzt aber tatsächlich abziehen, weil ich brauche endlich einen Weber. Das geht sonst gar nicht klar. Zack, Webstube raus. Mason habe ich auch noch nicht, aber... Er kriegt erstmal hier drei Objekte. Ja, der braucht recht viele Sachen. Aber ich habe hier 10 Betten. Dann auf 11 Betten, 11 Essensmöglichkeiten. 6, 7, 8, 9, 11 Betten und locker 11 Essensmöglichkeiten. Das heißt, zwei Leute können erstmal auf jeden Fall noch kommen. Und ich baue ja so gerade noch eine Tiny Cottage, die würde ja alleine hinkriegen. Einfach nur, um meinen Net Worth zu erhöhen. So, damit werde ich jetzt aktuell nicht viel anfangen können. Doch. Ich kann hier die Fine... Oh, den Fine Dining Table habe ich jetzt gebaut. Naja. Ich bin hier ein paar Pelze verscherbeln immer. So. Und natürlich können wir noch schnell... die Webobjekte bauen. Also später werde ich halt ein Häuschen bauen, wo die dann halt reinkommen. Aber jetzt aktuell ist das noch nicht drin. Jetzt müssen sie gerade mal so auskommen. Und dann will ich dem natürlich auch gleich ein paar Aufgaben geben. Und zwar soll der erstmal Faden herstellen. Sagen wir mal so 50. Invaders are approaching. Der kümmert sich aber schon drum. Auch echt langsam, aber sicher ein Heiler. Obwohl, das geht schon noch. Nice, hat er easy geschafft. Er stellt erstmal Fäden her ohne Ende. Und die machen hier unsere kleine Cottage für einen fertig. Da will ich nämlich gucken, dass ich dann vielleicht auch schon zum Beispiel den Schreiner mit hier reinziehe. Dass der da drin... Obwohl, das ist eigentlich blöd. Bau da ein extra Arbeitshaus für. Das machen wir aber mal nächste Folge. Ich warte jetzt auch nur noch, bis das hier fertig ist. Oder wisst ihr was? Wir machen hier einen kleinen Stopp. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.